Und weiter geht's mit dem nächsten Part. Wir waren ja gerade bei dem unglaublich spannenden Gespräch stehen geblieben oder der tragischen Lebensgeschichte der drei Jungs da oben. Naja, Glasbodenboot ohne Glas bestellt, genau. Deshalb Bein verloren. When did we get to the performing part? Oder so ähnlich. We met a philosopher on the island and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. What is it? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmith's and polish it for me? Klar, wenn du mir Geld gibst, dann poliere ich die dann Beine. Give me money for the polish. Okay. Gut. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Lustig ist nachher, später im Spiel brauchen wir eine Unmenge an Geld, 5000 Goldstücke. Für was, sag ich später, oder sehen wir ja später dann. Und ich habe das Geld irgendwie früher nie zusammenbekommen. Und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das nicht hingebekommen habe. Keine Ahnung, ich habe jedenfalls dann immer für das Goldstück habe ich mir dann gesagt die Politur gekauft. Die Holzbein-Glanzpolitur, die kann man sich beim Handwerker kaufen. Und dann sein Bein polieren und dafür kriegt man dann pro Politur immer ein Goldstück. Und ich habe das echt probiert bis zu 5000 hochzutreiben. Aber ich weiß gar nicht, also geschafft habe ich es nie logischerweise, weil es auch viel zu anstrengend ist. Aber ich weiß auch gar nicht mehr wie weit ich gekommen bin, ob ich überhaupt die 1000 erreicht hatte, die ersten. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Gut. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Herrn Lagrande. Weil die Voodoo-Puppe haben wir jetzt natürlich schon. Ne? Da. Die sieht ihm total ähnlich, ja, absolut. Dann wollen wir mal den Bastard von der Insel vertreiben. Und rein in die Tür. Komischerweise ist er jetzt da. Das heißt, ich will handeln. Get out of my room! Ow! Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! Auch nicht schlecht. Um mich zu erkennen, trage ich immer eine Voodoo-Puppe, die anderen Leute mit mir, wenn ich kennenlernen möchte. Largo the Grand, vielleicht auch mal eine Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ooh! Ow! What? Schön, sich den Arsch reibt. With the slayer of the ghost pirate LeChuck. Oh. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did, did she? Stimmt gar nicht. Did she have one of these? Is that? Yes, LeChuck's beard. Still alive and... Wie konnte LeChuck's Geisterbart überleben? Das frage ich mich auch bis heute. Und wieso steckt er sich den in die Hose? Weil er so schön vibriert? We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring it back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Tja, super gemacht, Guybrush. Superst. Ja. Gleich mal zu Mami rennen, ne? Zur Voodoo-Lady. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten, partially decomposed, yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Ja, ich glaube, töte mich, dann habe ich es hinter mir. Hinter mich. Hinter mir? Mich, mir. Hinter mir. Can you just kill me now and get it over with? You must try not to lose hope, Guybrush. There is a way out. What is it?
You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that. Stimmt, das lag ja auch noch an. Big Whoop isn't just a treasure. It contains ja, the secret. Big Whoop ist nicht nur ein Schatz, ja. Schlag mal im Wörterbuch nach, was Whoop heißt. Kann man sich vielleicht schon denken, was es überhaupt ist. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? Where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Gut, also bei Gelegenheit sollen wir das Buch gleich in die Bücherei zurückbringen, weil die Überziehungsgebühren nicht schlecht sind. Außerdem läuft das Buch unter unserem Namen. Egal. Guck das Buch mal an. Schnell. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, der erste, der zweite mit der Karte, das dritte Kartenstück sozusagen und das vierte. Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of, booby traps on a place believed to be called Inky Island. Gut, das haben wir Inky, Drinky und Dinky. Nee, Quatsch, Inky, Drinky. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Not Pinky Young Island. Lindy drifted Pinky aimlessly, down Island. On his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Ja, nachdem die alle von der Insel weg waren und die Karten geteilt haben, hat die alle ein schlechtes Schicksal ereilt. Ein schlimmes Schicksal ereilt. Vermisst oder gestorben. Ja, keine guten Voraussetzungen, um diesen Schatz zu suchen. Na gut, jedenfalls ist Lauge jetzt weg von der Insel, das heißt, wir können die Insel verlassen. Was wir jetzt allerdings noch brauchen, ist ein Boot. Mal wieder. Dazu gehen wir mal hier nach Südwesten. Das ist Halbinsel. Weil da steht ein Schiff. Oder mehr so ein kleiner Kutter. Und da drin wohnt der gute Captain Dredd. Könnte vielleicht was mit seiner Haarpracht zu tun haben, die wir gleich sehen werden, warum er Dredd heißt. Captain Dredd. Schicke, sehr gute Reggae-Musik hier. Wirklich typisch Monkey Island halt. Captain Dredd. Hallo? Hallo, Mann! My name's Captain Dredd. What can I do for you? Der verschollene Bruder der Voodoo-Priesterin. Jokum lebe, ich brauche ein Schiff. Was? Natty Dredds? Dredds? Natty Dredds. Thanks, Mann. Ich wasche jeden Morgen und Abend. So. Ja, ich will ein Schiff haben. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it. No way, man. Okay, er kann nicht rausfahren, weil er sein Amulett verloren hat oder sein Talisman, das er auch das Auge, das alles sieht, genannt hat. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Vielleicht war das ja der Navigator, den wir im ersten Teil getroffen haben, der Kopf, aber der hat ja beide Augen noch gehabt. Egal, oder? Er sagt aber auch, ich habe deinen Freund getroffen hier. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. Na gut, dann. I gotta run. Glücklicherweise haben wir ja seinen Glücksbringer mit, weil das Auge, das die Welt sieht, gesehen hat, wie auch immer, ist einfach nur das Monokel von Wally, das wir geklaut haben. Das heißt, das können wir ihm geben. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for you? Na, ich will auch ein Schiff chartern. I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Na, jetzt geht's doch. Argo ist weg und er hat seinen Talisman. So I'm now free to sail again.
Only problem is, that you don't look like the type that has 20 Goldstücke. Yeah, right. I'm broke. Hab ich leider nicht. Noch nicht. Also wieder zurück in die City. Um Geld zu verdienen. Und zwar Geld verdienen wir, indem wir hier unten in der Kneipe anheuern. Aber leider ist er, wie gesagt, hier schon, steht doch hier Help Wanted. Help Wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Aber das hat ja schon diese andere uns den Job weggeschnappt, der hier, der Franzosenkoch. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Das heißt, wir müssen ihn verjagen. Und hier unten hat er ja schon was gekocht und das, die Suppe werden wir jetzt versalzen. Und zwar mit der schönen gefangenen Ratte, die wir einfach da reinkloppen. Good thing this is a cold soup. So, jetzt gehen wir wieder raus. Und gehen zum Barkeeper. Und bestellen diese leckere Suppe. A la Ratte. Excuse me. A la Rat, nicht a la Card. Largo LeGrand has left Scab Island for good. Ja. Well, well. I guess all those laxatives I was. Auch lustig, jetzt wenn man den Leuten redet, nachdem Largo weg ist, denken alle, deren Beitrag sozusagen war es, der Largo verjagt hat, nicht meiner. Ja. How's the stew tonight? Hey, how's the stew tonight? Stew? How gauche? We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special vichyssoise. Let me go see how he's doing. How's the vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? I think I will. Oh my gosh! What kind of demented recipe book are you using? Das französische Kochbuch. You're fired! But, sir... Ja, er ist weg und wir kriegen den Job vielleicht. Wer weiß. This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life. Look at all the hair. And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Well, here's your soap. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Total. Sure, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Nicht schlecht, Gehalt vorgestreckt, ohne was zu tun. Apron and get to work. Okey-dokey. So. Knete haben wir da. Verziehen wir uns durchs Fenster, weil wenn wir nämlich durch die normale Tür gehen, werden wir gefeuert. Obwohl das auch eigentlich scheißegal ist. So, 420 Goldstücke. 21. Mit dem einen Goldstück, das wir bekommen haben von dem Typen zum Bein polieren. Brauchen wir nicht einlösen. Das ist unwichtig. Das ist mehr so eine Nebenbeschäftigung. So, dann können wir uns jetzt zu Captain Dread begeben. Ihn bezahlen. Pay the man. Und uns von dieser Scheißinsel verziehen. So. It's me again. So I see. What can I do for you this time on? So, wenn wir jetzt bezahlen würden, würden wir weg sein und der Teil wird zu Ende, deswegen mache ich jetzt hier nochmal einen kleinen Break und bis zum nächsten Mal.